Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Wie am Ende der letzten Folge angekündigt, werde ich jetzt mal dafür sorgen, uns diese Eingeborenen da unten vom Hals zu halten. Auf den Fight habe ich keinen Bock, weil ich bin ja blöderweise, Selbstüberschätzung, mal wieder etwas stürmisch unsere Leiter runter, beziehungsweise bin oben aus dem Baum ausgesprungen und von war die ganze Rüstung weg. Ich habe noch nicht geguckt, ob es daran gelegen hat, dass wir nur noch wenig Rüstungspunkte hatten, oder? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich wollte jetzt erstmal runter zum Höhlenangang laufen, in die Höhle gehen, damit die Eingeborenen weg sind und dann schlafen. Genau, damit es morgens ist. Das ist der Plan. Also geht's los. Moin. Ich spring ihn weg. Nein, ich sehe den Höhlenangang nicht. Oh Gott. Hui. War ich jetzt schon drin? Bin ich gerade versehentlich in die Höhle gelaufen? War das gerade so eine Punktlandung, eine Blinde oder was? Also ich konnte es eben nicht erkennen bei mir auf dem Monitor. Wie gesagt, das ganze Licht umrum, das beeinträchtigt ein bisschen meine Sicht hier, aber so. Ah, ich habe mal wieder vergessen, den neuen Farbmodus einzustellen. Blockbuster warm. Warm. Warm war das ja das letzte Mal und das ist genau das gleiche. Gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Also wirkt nicht ganz so blass wie die anderen. Jawohl. So. Was macht die hier? Warum ist die hier? Ach, die ist wahrscheinlich durchs Feuer getanzt. Aber ich denke, die sind weg, wenn wir in der Höhle waren. Ist doch eigentlich, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier die, die Echsen sein sollen, die hier diese Töne von sich geben. Also ich meine mich sehr stark daran zu erinnern, wenn wir in der Höhle waren. Ist ein echter? Ich probiere es einfach mal. Wenn wir in der Höhle waren und in die Nähe von diesen Mutanten kamen, dann fing dieses Geschmatze an. Und auch wenn die Mutanten aufgetaucht sind. Also dieses Geschmatze ist ja nicht laufend da. Also in der letzten Folge war es zum Beispiel nicht zu hören. Und da liefen auch genug Echsen rum. Also auch wer immer so einen Bullshit erzählt. Es war nur Sticks. Na, ich nehme nehm auch was anderes. Wenn es stimmen sollte, würde ich das hier, was ich gerade sagte, zurücknehmen, aber das ist Quatsch. Das sind keine Lurche, sondern das sind die Mutanten.
Du kriegst mich einfach nicht. So. Hin. Ach, 4. Shit. Mist. Vielleicht kriegt er mich ja doch. Sir? So, wo waren die anderen Stämme? Wo waren die anderen Stämme? Vor Scham gestorben, weil er uns nicht erwischt hat, oder hat er sich irgendwie die Stämme reingedrückt und ist daran etwas verendet? Da. Wir fällen hier einen Baum und die ganzen Stämme sind weg. Das geht doch gar nicht. Ich meine, die Stämme können doch nicht einfach so. Ich glaube, ich muss dann wieder mit Pfeil und Bogen auf Echsenjagd gehen. Ich meine, wenn da hier jetzt so mutierte Riesenechsen rumlaufen würden, dann, ja, könnte ich mich darauf einlassen. Aber ehrlich gesagt nicht bei sind keinen. Und wenn, wenn Varan. Sagen wir mal, es sind Varane. Ne? Von dem man sich auch nicht unbedingt beißen lassen sollte. Weil die so einen dermaßen heftigen Giftcocktail im Mund haben, dass man ruckzuck an der Blutvergiftung verendet. Na gut, eins davon hätte auch gereicht. Das hätte bloß damit Energie bekommen. Ich würde jetzt ganz gerne diesen Baum noch zu Ende fällen, ja? Wenn ihr euch immer mit diesen Stämmen verpisst. Was geht jetzt geschubst wieder los? Okay, das sind hier die etwas kleineren Blinden. Die einen trotzdem mal ganz gut erwischen. Oh, und bevor ich gleich die nächsten Horden anrücken. Hätte auch unten reingehen können. Naja, jetzt bin ich oben. Swoosh. Aber nichtsdestotrotz müssen wir noch öfter vor die Tür, bei dem Holz, was wir hier noch brauchen. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. Gut, hätte ich auch sinnvoll jetzt erstmal in den Pfad, also in die Balustrade knallen können. Keine Frage. Sicher ist sicher.
gut, also hier hinten können wir auch noch genug abholzen. Okay, ist der jetzt noch oben im Bäumen oder ist der... Die Axt klingt so komisch. Hat der jetzt Doppelschläge oder was? Immer schön auf den Horizont achten. Also, die Axt verhält sich momentan ganz komisch. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Na, jetzt langsam geht's wieder. Sei nicht zu neugierig, die Achse ist scharf. Nee. Ah, okay, fertig erst dann doch die mit der kleinen Seite. Mein Holz in Ruhe. Ich darf nachher wieder hinterherlaufen. Dann rollt's nachher noch ins Wasser, ins Meer und dann... krieg ich's nicht mehr raus. Okay, den ist noch stehen. Ich hau mir nur mal eben was zu essen auf den Teller. Das sind nicht die Echsen. Nein. Nein, 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 nein. Never ever. Achso, Essen. Buschwerk. Eben gab es einen Zuschlag, hatte ich ein bisschen Angst, aber wir haben ja nichts aus den normalen Wänden stehen. Da kann auch nichts passieren, dass wir einfach wegreißen. So. Gut. Das Holz liegt da hinten. Da, da, sag ich doch. Und desto näher man an das Vieh rankommt, desto lauter wird das. Echsen. Hm? Lurche. Hm? Klar. Hm?
auf der einen Seite erzählen, dass man nicht jedem missglauben soll und auf der anderen Seite, ja, darauf anspringen. Ich tippe mal auf eine Person, die das wieder hervorgebracht hat, die das Spiel gar nicht selber spielt. So, jetzt mal wieder irgendwo in einem Forum, wo sich irgendwie wieder ein Kitty mal wieder wichtig tun wollte. Ich weiß was. Na? Ich weiß was ganz Neues. Einfach nur, um sich selber irgendwie so ein kleines Denkmal für 5 Minuten zu setzen, da irgendwelche Scheiße erzählen. Aber es ist nicht nur bei der jüngeren Generation, es ist allgemein. Ich kann doch nicht sagen, ob es mit einem gewissen... Es hat auch nichts, denke ich mal, mit dem Bildungsstand zu tun. Es ist so ein Persönlichkeitsding. Einfach. So einfach auch mal, um mal was sagen zu können. Hat aber trotzdem, denke ich mal, nichts mit dem Bildungsstand, wie gesagt, zu tun, sondern eher mit der Position, die man in seinem Job einnimmt. Nur, wenn man in seinem Job, egal in welchem, seine Kreativ ein bisschen mit einbringen würde. Also seine Kreativität, seine Kreativ. Gott. Seine Kreativität mit einbringen würde. Egal was. Ein Buchhalter kann auch kreativ sein. Zum Beispiel. Ne? Oder eine Sachbearbeiterin vom Landkreis. Nichts gegen die Leute vom Landkreis, nein. Das ist immer gleich, wie das ganz ausgerichtet. Zack, morgen ist Auto stillgelegt. Warum auch immer. Irgendwie vorne ist die Fahrbahn geplatzt. Wir legen ihr Auto still. Warum? Ja, weil wir was können. Deswegen, also jetzt nicht mit so einem Beispiel dann gleich auf die Palme gehen. Sag mal, man kann in jedem Job halt seine Kreativität ausleben. Nur wenn man es da nicht geschissen kriegt, ja. Dann sollte man auch die anderen außerhalb des Arbeitsgebietes einfach in Ruhe lassen mit irgendwelchen Wichtigtuereien, mit irgendwelchen Lügen, die verbreitet werden, mit irgendwelchen Spinnereien, nur um sich für 5 Minuten mal wichtig zu fühlen. Macht man nicht. Das ist nämlich einfach verdammt unfair den anderen gegenüber, die sich dann mit dem Thema auseinandersetzen. Oder das Ganze aufgreifen und damit quasi ihre Zeit zerstören. Wenn es auch nur 10 Sekunden sind, ist es Zeit. Ja? Weil, wenn man mal im Internet unterwegs ist, dann liest man mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen, mal da ein bisschen und zieht sich immer so 10 Sekunden Bröckchen oder welchen Scheiß rein, der überhaupt nicht stimmt. Und man hat ja auch gar nicht die Möglichkeit jetzt oder überhaupt die Muße jedes Mal und man kann es ja auch gar nicht jedes Mal irgendwie kontrollieren oder erstmal jede Aussage kontrollieren, ob das denn richtig ist. So quasi, ups. So, ich verlasse mich ja dann auch auf solche Aussagen. Vor allem, wenn eine Person das wirklich dann bestimmt halt rüberbringt und auch noch dazu sagt, ja, ich weiß, dass das so ist. Ja? Ja, und dann hört man mal genau hin oder guckt mal genau nach und dann ist es einfach nur Bullshit. Ja? Warum? Warum haben Menschen das Bedürfnis, wegen 5 Minuten Aufmerksamkeit Scheiße zu labern. Lügen zu verbreiten. So, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Wer dazu was schreiben will, Hashtag Lügen. Denn? Nein, ich mache die Folge noch mit weiter. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen, sonst fange ich die nächste Folge gleich an mit...
Und ich hab's gesagt. Und Nee. Zudem liegen noch ein paar Bäume rum und das ist einfach Mist. Okay, aber dieser Mutant hat uns jetzt nicht irgendwie... Okay, er hat uns attackiert, als wir auf ihn zugegangen sind. Aber er ist nicht... hinterhergekommen. Gut, das hatten wir ja schon mal in der einen Folge. Ich glaube, das war die letzte Folge vom 6b. Genau. Da hatte ich ja so einen Mutanten die ganze Zeit von mir hergetrieben. Auch hier zu unserer kleinen Festung. Hoch. Na, Schub. Ja, unser Rucksack ist irgendwie zu laut, da laufen immer die ganzen Echsen weg. So. Ah, ich meditiere noch ein wenig. Du bist ein autogenes Training. Beim Bäumefällen, das ist super. Immer wenn ich scheiße drauf bin, Axt genommen und der Wald. So, das ist jetzt so ein Nationalparkhansel und morgen habe ich eine Anzeige wegen Bäumefällen. Knast. Wegen Baumtötung oder so. 10 Jahre ohne Bewerbung. Da kennen die keinen. Machen sie keinen Spaß draus. Genau, ich mache jetzt die Ecke hier noch durch. Da müsste man das Holz doch eigentlich noch finden. Einfach mich auch verpennen können, wenn die Schmatzer hier durch die Gegend laufen. Nein, nicht die Echsen. Nicht die Lurche. Nein. Die Mutanten. Die Dinger jetzt weg. Da liegt noch einer. Ja, komm, kriegst du noch eine Dose. Dann in den nächsten Folgen gehen wir dann nochmal in die Höhle, holen uns nochmal ein paar Dosen nach. Wir wissen ja, wo sie liegen. Ist ja dann auch nicht das Problem. Denn unfreiwillig möchte ich in die Höhle nicht so schnell wieder. Zum Koffer. So, es ist hier ich hoffe mal, das ist ein hoher Baum, wo wir auch 5 Stämme rausbekommen. Und ich hoffe, dass die Stämme nicht wieder im Boden versinken.
Wäre eh nochmal eine Maßnahme in der nächsten, zu Beginn der nächsten Folge. Könnten wir eigentlich Dosen holen und gucken, ob unten in der Höhle noch ein paar Baumstämme liegen. Die wir uns dann auf Lager packen. So. Das muss eigentlich wieder voll sein. Was hier auf jeden Fall in der Hütte noch fehlt, ist ein kleines Feuer. So, das waren jetzt zwei Stämme, die wir rausbekommen haben. Oh. Vier. Na, ich sollte auch die Eingänge mit Feuern markieren. Mist, es fehlt natürlich noch eine. Oh Mann, die Meeresbrandung auf einmal so laut. Verschärfte Regeln, versinkt die Insel jetzt oder was? Sie wird kleiner. So, einen nicht hacken. Ja. Kriegen wir auch noch hin. Jetzt sag nicht, da hinten liegt noch einer. Nee, ist im Mond. Sie hält noch die andere Stimme da hinten weg. Nein, Stämme, Mann. So, eine war doch eben noch am Blinzeln. Gut, Federn können wir auch wieder gebrauchen. Ich habe ja doch ein paar Pfeile verballert. Nee. Nun gut. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt auch unten speichern. Mal einen Blick rauswerfen. Ja, mit dem Steg, das hat doch was. Gucken, wie ich den Rest noch zubekomme. Ich vermute mal mit auch so Scheinwänden, die nachher wieder weggerissen werden. Hauptsache, das Dach ist dann da. Finde ich gut. Gefällt mir. So, dann speichere ich erstmal. Das ist ein Feuerzeug. Mann.
was für ein Leitschuh auf einmal. Ja, ich lasse mich immer so schnell abbringen von irgendwelchen Sachen. Nee, aber wirklich war so, ich gucke jetzt mal aus dem Fenster, wo läuft der lang? Und damit diesem schönen Fensterblick in die Nacht. Ah, da laufen sie rum. Verabschiede ich mich und würde mich freuen, wenn das nächste Mal mit dabei seid, wenn wir denn dann wieder in die Höhle gehen, um mal zu gucken, ob da vielleicht ein paar Wurmschwämme abgeblieben sind und um eventuell noch ein paar Getränkedosen da rauszuholen, denn die sind ja mittlerweile auch ein bisschen knapp geworden, damit wir halt immer noch mal zwischendurch halt so ein, ja, eine schöne Soda trinken können oder eine Cola oder eine Sprite oder eine Fanta, was habe ich noch vergessen? Mezzomix, Baraka Tafelwasser, jetzt habe ich die ganzen Cola-Produkte durch, jetzt kommen die ganzen Pepsis, nein, das werde ich nicht tun. Ja, egal. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid, bei der Höhlentour, bei einer freiwilligen Höhlentour. Und wünsche euch noch einen guten Abend, schönen Abend, eine gute Nacht und bis dann. Tschüss.